Hallo Leute, hier sind wieder MacPistol 2051 und Mauna, servus. Und wir sind wieder auf dem Sky Factory Server unterwegs. Richtig, Junge. Wollt's mal richtig anmoderieren, so, damit er nicht weinst. Ja, das finde ich toll. Dohl, wie so manche sagen. Wir sehen, Mauna hat ein bisschen umgebaut. Ja, ich habe mir Mühe gegeben. Ich hab's auch gerade erst erfahren. Habe unten ein paar XP-Tanks, nein, Quatsch, Minecraft, Dings, wie heißen die? Open Block? Open Block Tanks. Ich kann übrigens keine bauen. Warum? Bin die in meinem Nein nicht. Das hatte ich letzt auch. In der Aufnahme, glaube ich sogar. Und dann zwei Tage später waren sie wieder da. Ich habe sie nicht gefunden, ich habe einfach im Internet geguckt, das Rezept gebaut und das ging dann trotzdem. Ah, okay. Dann ist es nur so ein Bug. Ja, ein bisschen umgebaut hier, ein bisschen Fabrik fertig gebaut, da hinten ist noch was Neues, das Haus ein bisschen weiter gebaut und ich hatte vorher noch das Feld etwas vergrößert hier, dass wir mehr anpflanzen können. Aber stimmt, wir wollten vielleicht mal noch irgendjemanden vorstellen. Genau, der langweilt sich schon und zwar da oben. Jetzt kannst du dich entsneaken. Und sagen da war auch was, hallo? Huhu! Ja. Hallo Leute! Wo seid ihr denn? Hier unten, beim Feld. Wo denn? Ja, Shadow DS hat ein ähnliches Problem, wie wir auch schon hatten. Er ist da oben gespawnt. wir müssen jetzt ein bisschen... Sag, er macht jemand Wassereimer. Hast du einen? Ja, ich habe alles da. Ich mache hier auf der Seite mal kurz ein kleines Areal, wo er dann sich reinfallen lassen kann. Moment, ich muss noch... weg da von dem Ding. Okay, sag warum, Bescheid, warum du spring ich? Keine Ahnung. Hopp. Boah, das war aber knapp. Schade, ich wollte mich jetzt einmal aufmachen. Das wäre knapp gewesen. Hallo, Sean. Cooler Skin, hattest du den schon immer? Ne. Nee, das ist ein neuer. Nein, das ist ein neuer. Den habe ich nämlich noch nicht gesehen. Ich schon. Ja. Egal, meine Zuschauer auch noch nicht. So, ja, wir sind inzwischen zu dritt hier, bei einem Projekt, was eigentlich als Singleplayer gestartet ist. Habe ich nicht gedacht, dass wir hier einen Multiplayer draus machen. Aber ja, so ist es eben. Und der Server rennt immer noch mit 1 GB, das ist unfassbar. Yo! Könnten wir eigentlich mal eine Party feiern dafür. Das also, ist eine... Wenn ihr zuverlässige Server haben wollt, guckt mal in die Beschreibung, da findet ihr meinen Anbieter. Finde ich klasse. Ja, ich mache auch demnächst nochmal das Server-Einrichtungsvideo neu. Ich habe eins gemacht, wie man die alle einrichten kann. Genau, und die haben einen super Support, also sind sehr zuvorkommend. Wow, guck doch einfach mal rein. So, ich guck mich mal hier ein bisschen um. Genau, das kann sich umgucken. Fabrik vor Bau. Ich muss hier Mephisto nochmal was. Der hat ja gesagt, hier werden keine XP abgeerntet. Stimmt gar nicht. Ich war mir sicher, aber du hast es mir eben gezeigt. Okay, es hat tatsächlich funktioniert. Genau. Wenn unten die Beere nachwächst, werden auch oben die geerntet. Also die hier unten. Wenn die weg ist, eine da ist, dann wächst, dann harvestet der alle drüber auch ab. Und hier ist der Beweis, wir haben hier einen Haufen Essenzen. So, und ich will noch Solarzellen bauen. Das sieht mir aus wie eine Baumfarm. Ja, was so aussieht vor, wie eine Baumfarm. Ist eine Baumfarm. Da musst du aufpassen übrigens, da spawnen Zombies. Die kommen dann runtergefallen und hauen dich. Oh, ich muss noch... Oh, ich habe schon 33, 34 Level. 35, 36, 37. Machst du das Ding leer? Nein, ich esse Bären. Ach so. Oh, fast 40 Level. Und jetzt haue ich die alle wieder hier rein. Automatisiert wird. Ja, ich sammle hier immer noch Kram aus, weil die Männchen arbeiten und das in... Versuchen Fässer zu stopfen, wo sie nicht mehr reinpassen. Ja, ich habe ja... Wie gesagt, die haben zu viel Bone Meal. Ja, das müssen wir alles irgendwie mal wegkloppen in eine Trashcan. Das habe ich hier übrigens an der Monsterfalle auch gemacht. Ich habe ein bisschen... Was hab Better ich Barrel... Ich mache das gerade schnell als erstes. Ah, okay. Hier könnt ihr mal gucken, da habe ich hier so ein Dings da mit einer Basic Item Filter geupgradet. Und Rotten Flesh und Bones werden direkt. Warum hab ich hier? Ich will ungern unterbrechen, aber bei euch überläuft gerade eure Maschine da.
Ja, ja, das ist genau das, was ich gerade machen möchte. Haben wir noch irgendwo Obsidian? Ja, wunderbar. Macht aber nichts, die Items, die überlaufen, werden praktisch aus Dreck hergestellt. Also Zeug, was in der Kiste ist an Rotten Flesh und Bones, ist alles vom Dust her, ne? Ja. Werden hier durch den Itemfilter in die Trashcan geleitet, sodass das nicht mehr so verstopfen kann. Ah, wir haben wieder keine Zäune. Irgendjemand hat wieder alle Zäune gefressen. Ich weiß diesmal nicht. Ich hab keine. Ja, sag ich ja. Guck mal in der Holzkiste, eigentlich müsste da welche drin sein. Ja, das dachte ich auch. Egal, das ist das Level 1 Upgrade. Das Level 2 Upgrade kriegen wir auch hin. Und danach passt das hier auch ins Inventar. Ich habe wieder zu viele Steine, egal. So, wir gehen jetzt einfach mal zu einem Bone Meal Fass. Ich meine, dafür sind ja die Jabba-Fässer da. Ich suche mir das Bone Meal Fass da oben. Experience. Und dann kriegt das einfach mal Upgrades. Lapis. Dafür sind ja die Jabba Barrels da. Das hatte ich glaube ich schon mal gesagt. So, ein Upgrade-Slot hinzugefügt. Zwei weitere hinzugefügt und zwei brauchen wir für das Void Upgrade. So, ich habe hier noch ein bisschen Haus gebaut. Aber irgendwie habe ich keine Ahnung, wie du das Fass da hinten angeschlossen hast. Gar nicht, die oberen zwei gar nicht. Das habe ich jetzt gerade verbunden. Upgrade. In der Kiste vorne, in der Holzkiste, ist eine Dolly. Ja, also entweder ich tausche das Fass aus oder ich mache noch ein Kabel dran. Oder so. Also ich habe hier die Zwischendecken eingezogen und mal ein bisschen Glowstone aktiviert, damit wir hier keine hässlichen Fackeln mehr rumstehen haben. Rotten, Weizen, Kartoffeln. Das ist alt. Die Schilder kann man mal abbauen. Und ich habe mir überlegt, ich möchte mit Tomcraft anfangen, sobald ich hier oben noch ein bisschen weiter gebaut habe. Die Hauswände sollen noch fertig werden. Aua. So, ich glaube, wir saugen alles in Schwarz ab und jetzt müsste das Knochenmehl auch auf den Müll landen. Ihr habt nicht zufälligerweise schon Divisional Shards? Keine Ahnung. So, da. Den ganzen Mist immer noch loswerden. Achso, warte, eins wollte ich euch noch zeigen, bevor ich hier noch ein bisschen baue. Ich habe nämlich da hinten noch ein bisschen die Basis erweitert. Am Ende des schwarzen Lochs muss man aufpassen, da kann man nämlich rausfallen. Hier. Nee, ich gehe mal schnell wieder weg, sonst kommt Mephisto und haut mich runter. Du kennst mich schon zu gut. Ja. Also hier haben wir ein neues Räumchen mit Elevators drin. Das wird ein Deep Storage, oder ist ein Deep Storage Turm. Der hat viele Etagen. Ja. Oh, du hast das Holz da hinten nicht neu hingesetzt. Welches Holz? Ich hätte mich doch gebeten, das, was er abbaut, bitte wieder hinzusetzen. Wo denn? Auf der Monsterfalle. Er ist runtergeflogen. Ach so, da oben. Ja. Ja. Ich glaube, da müssen wir Shadow TS hier mal runterschubsen, damit er da oben nochmal spawnt. Hey! Dann würde er nochmal da oben spawnen und könnte das. Pass auf, sonst packe ich meinen Back Broadsword aus. Ja, also hier kommen Deep Storage rein, damit wir Ordnung kriegen. Sollte genug Platz sein, wir haben pro Etage. Was habe ich vorhin gerechnet? Das war falsch. Pro Etage können 24 Deep Storage rein. Mal 9 sind 216 Deep Storage am Platz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 einfach mal 4. Also 36 auf jeden Fall pro Etage. Nee, ohne dass es Anschlussprobleme gibt. Nee, wir können ja. Komm mal hoch. Mal kurz so zum Bedenken, ne? Das sind ja 6 Deep Storage. Ja, und dann in die Ecke habe ich jetzt hier in die Ecke eine gestellt, damit ich mit dem Kabel einfach beikomme. Ne, da habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Allein wenn wir hier 6 haben, haben wir pro Etage 24. Das ist schon recht gut, glaube ich. Jo, nur stellen wir sie dahin, wo die Lampe ist. Nee. Wollen wir die, oder werden die Deep Storage dann ans ME angeschlossen? Ja, wenn wir irgendwann mal eins haben. Na, logisch. Weil für die Kabel brauchst du ja dann auch wieder ein bisschen Platz, ne? Ja, stimmt auch wieder. Wir haben momentan nur die Ender-IO-Kabel berechnet. Weil das wird dann weniger. Gehen die nicht zusammen? Nein. Ja, da kann man ja Fassaden und Conduits. Wir kriegen das schon hin. Die kannst du auch außerhalb ranbauen in dem Sinne. Genau.
da sind wir eh noch ewig weit weg, aber ich habe uns schon mal Magical Crops halt angelegt. Beim letzten Mal habe ich es, glaube ich, schon kurz gezeigt. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, ja, hattest du. Der Enderman zertrampelt gerade mal einfach die Felder. Man hat es gesehen, er ist 5 Dinger hintereinander extra gehopst. Er ist halt ein richtiger Teamplayer. Man hat es gesehen, er ist wirklich über die Felder gesprungen. Oh, ich weiß, wo die Zäune hin sind. Ich weiß, wo die Zäune hin sind. Habe ich doch im Haus verbaut. Ja, siehst du. Und ich baue dann halt normale Essenzen an. Wir haben den Server so eingestellt, dass beim Abbau einer Pflanze halt die Essenz standardmäßig rauskommt, plus eine 10%ige Chance auf einen zusätzlichen Samen. Haben wir den Server so eingestellt? Ja, ich habe das so geändert, weil 0% Chance war mir zu blöd. Dann bist du doch ein Cheater, wusste ich's doch. Wieso Cheater? Das ist Standardeinstellung. Ich darf mir doch bestimmt auch so eine tolle Rüstung machen, wie du hast. Diamant? Ja. Oh, warum gehst du nicht einfach die Rüstungskiste und holst dir eine raus? Ist da noch eine drin? Schuhe, Hose, Helm und Dingens ist da, ja. Ja, das reicht doch fürs Erste. Fürs Erste. Ich habe auch keine Schuhe an. Kommt und ist gleich besser gekleidet wie wir. Tja. Das ist die. Aber Mensch, denn schon. Unfassbar. So, also fürs nächste Mal will ich auf jeden Fall da oben noch das Dach fertig haben. Wie machen wir das jetzt? Machen wir da noch einen Deckel drauf, dass wir dann Kabel verlegen können für die Solarzellen? Auf der Fabrik kannst du gerne noch eine Lage drauf machen. Dann aber auch bitte die Half-Slabs nochmal eins höher setzen. Ja. Ja, weil die habe ich extra eins höher gesetzt, damit es toll aussieht. Damit man die Solarzellen von unten nicht sieht. Da fällt mir dann ein, einfach weil ich zu faul bin, so eine Kacke selber zu machen. Wir müssten mal nach Computercraft gucken, ob es das gibt. Ich glaube schon. Und apropos Computercraft, ich wollte für den Solarzellen machen, habe es natürlich wieder vergessen. Was darf ich denn machen? Du such dir was aus. Was gibt's denn zu machen? Haus bauen, Etagen bauen. Das heißt, Technikkram übernehme ich hauptsächlich. Genau, ich werde demnächst mit Towncraft anfangen. Das werde ich hier einfach in mein ins Häuschen reinsetzen. Ja, mal gucken. Also wenn ich ehrlich bin, ich bin auch mehr der Techniker. So der schöne Bauer bin ich nicht. Da muss ich widersprechen. Echt? Also ich muss sagen, das eine, was du da auf Minecraft City gebaut hattest, das sah schon nicht schlecht aus. Wenn ich das vergleiche mit dem, was ich immer Schönes baue. Also deine Häuser finde ich manchmal, oder zumindest das in Minecraft City finde ich ziemlich toll. Gefällt mir richtig. Ich habe keine Ahnung, wo ich die Solarzellen hingepackt habe. Eben habe ich sie gesehen, irgendwo in der Kiste. Hier. Ja, die Spiegel meine ich. In der Kiste. Ja, genau die. Die mit den Köpfen. Die einzige, die ich nicht aufgemacht habe. Genau. Habe ich doch gesagt, da sind sie. Die unnötig vielen Mirrors, die mich beim letzten Mal gestört haben. Als ich hier gebaut habe. Einfach nicht genug Holz dabei, unfassbar. Verdammt, ich habe mich verbaut. Nein, gibt's ja nicht. Habt ihr schon Strickleitern? Ja, für? Hä? Wir Mülleimer, ich mach mal ein bisschen Scheiß für was? Weg. Die sind einfach besser wie die normalen Leitern. Du auch weg. Du hast den Vorteil, wenn du eine Leiter setzt, dann geht die bis ganz nach unten. Ja, aber normal bauen wir die ja jetzt nicht. Wäre zum Beispiel sinnvoll, also wenn du zum Beispiel da nach oben willst, kannst du da dann eine runter lassen. Ohne dass jetzt da, also du kannst dann, egal ob da jetzt ein Block ist oder nicht, hochklettern. Du könntest mir mal ein bisschen Sprucewood hinten aus der Farm holen. Er ist aber nicht oben, sondern unten. Im Erdgeschoss sind die Auffangdinger. Ja, die schon finden. Besser. Was wollte ich denn jetzt gerade machen? Nee, hier bin ich falsch. Akazie, wir haben keine Akazie. Können wir da mal ein bisschen anpflanzen? Es sieht aus wie ein Netherportal, das ist auch falsch. Dann bist du eins zu früh abgebogen. Zu früh? Achso. Es sieht aus wie Sludge. Dann bist du zu weit. Hä? Da wo du den Sludge-Boiler siehst, nebendran sind die Fässer, wo es drin ist. Oh. Blind muss man sein.
Wie viel? Bei 3 Stacks. Kannst es aber auch in die Holzkiste machen, ich hatte genug Holzkrams dabei. Kann ich in den Plan da einfach Dings da reinhauen? Ja, oder? Ja, du machst das andere raus und das rein, fertig. Muss dann halt die anderen zwei Fässer noch konfigurieren für den Krams, aber was soll's. Naja, dann nimmt ihr ja sowieso. Wenn so, ich brauche Redstone-Blöcke, Blei und Glas. Redstone. Sagen wir mal bitte, wo die Holzkiste mehr ist. Muss ich noch holen gehen? Die unter der Kopfkiste. Blei haben wir auch keins mehr. Oh. So, ich hoffe, da wachsen jetzt bald ein paar Akazien und dann haben wir da Akazienholz, weil das brauche ich ja noch ein bisschen fürs Haus. Könnte Blei sein, jawohl. Blei hat noch gar nicht so viel. Der Bleikies sieht auch irgendwie weniger texturiert aus. Die goldene Kiste sind Lootbags. Ah ja, genau, apropos Lootbags. Ah, gutes Stichwort. Ich habe ja, sie die ganze Zeit im Inventar. Wir haben eine kleine Zusammenfügfarm da unten angelegt, weil man kann die Lootbags upgraden. Aus 4 weißen werden 4 grüne, aus den grünen werden blauen, aus den blauen violette und aus den violetten gelbe die legendären. Aus 4x4? Nein, nein, einfach nur 4 Stück. Ach so. 2x2. Und dann kommen die hier hin, die haben leider andere Nummern. Eben waren da noch 3 Varuna, hast du die mitgenommen? Ja, die habe ich dabei. Oh, super, da kann ich extra ins Haus laufen, um den Leuten zu zeigen. Oh Mann, hier haben Endermans wieder Erde geklaut. Doofe Dinger. Hat ja, was man ist die Baumform eigentlich ausgemacht? Ja, das wird, glaube ich, wieder ausgeschaltet. Du schaltest die regelmäßig aus. Ich? Nee, jetzt. Ja, ich nicht. Ich glaube, ich habe keine Chance. Okay, gut. Ich brauche nämlich Holz. Gut, was hast. Wie viele Lootbags hast du? Ja, ich habe keinen. Gar keinen? Nee, nö. Dann kriegt jeder einen Lootbag. Einen legendären, wohl bemerkt. Einen legendären. Legendary Lootbag. Bäh. Bäh. Oh. Drei, ihr dürft zuerst öffnen. 3, 2, 1. Jo! Ich hab's Beste. Toll! Dante Rose und ein Change Cube. Und ich hab nicht geguckt. Ich hab nicht geguckt. Wirklich nicht. Ich hab ein Endportal-Frame. Bloß nicht irgendwo hier hin. Endportal. Das Problem hatten wir schon mal. Endportal-Frame und Steak and Chips. Nee, bloß nicht. Wenn die Dinger explodieren, dann ist es ziemlich weit. Ach, explodieren. Ja, das hatten wir irgendwie am Anfang. Explodieren ist die Kleinigkeit. Ja, keine Sorge, die ja, Dinger explodieren nicht, nur der Creeper, der rauskommt. Haben wir? Hinter dir. Oder neben dir. Haben wir nicht schon irgendwo Endportal-Frame gehabt? Dachte, wir hätten mal von. Ups, sorry, ist schon mal einen gehabt. Ich muss hier oben mal rein. Dann noch ein bisschen Ingwer und noch ein bisschen Eisenpulver. So, ich habe jedenfalls endlich mal die Bleidinger hergestellt und vergessen sie mitzunehmen. So, wir haben Blei, wir haben Glas. Ich würde mir mal einfach ein bisschen Werkzeug craften. Ja, es gibt oben ja auch eine Schmelze. Ich habe die Redstone vergessen. Wobei wir eigentlich schon wieder am Ende der Folge angekommen sind. Was? Naja, ich baue jetzt hier die Dinger noch fertig. Wir sind nur bei 19 Minuten. Nee, meine 90 Minuten. Ja, diese Vorstellungsfolge und alles, und schon dauert das ewig. Ich will noch gerade zeigen, wie ich hier die verbesserten Solarzellen baue. Genau, so. Shadow TS ist schuld. Jetzt bin ich wieder an allem schuld. Das Blei. Achso, nee, warte mal, wie war das? In Portugal gibt es eine TV-Serie, die heißt Wer ist schuld? Hä? Ja. Nein, Ronaldo. Die finde ich geil. Muss ich echt sagen. Okay. Also Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Der von hier Fußball und so. Na, Kovenwitsch, was machst du? Agatha Darken. Von mir aus. Ich find's cool. Ronaldo muss einfach schuld sein. Das ist so ein. Ich kann den einfach nicht leiden. Sag nichts Falsches am besten.
So, ich habe die hergestellt, ich habe die hergestellt, ich habe die... Oh, ich habe vergessen, die Photovoltaikzellen herzustellen. Nein! Würde ich nie tun, ich würde nie was Falsches sagen. Das habe ich noch. Aluminium bitte. Ach, gut. Habt ihr schon Draconic-Zeug irgendwie was? Soweit kommt's noch. Gute Antwort. Ja, wieso? So schwer herzustellen ist es gar nicht. Na, dann hast du ja was gefunden, was du machen kannst in der nächsten Folge. Yay! Ja, das dauert aber eine Weile, ne? Bis man genug hat. Gerade hast du gesagt, das dauert nicht so lang. Ja, nee, ganz einfach. Ungefähr waren deine Worte. Ich habe gesagt, es ist nicht schwer herzustellen oder zu bekommen. Wir haben schon 3 Eisen oder sowas. Was machst du denn? In einem gelben Lootbag, den ich geöffnet habe, bevor die Folge losging. Wo ich nicht dran gedacht habe, dass wir sie ja hier auspacken können. Ja, nicht zusammenschalten, dass ich keine Kopf mache. Ja, ja. Ja, genau so. So, und ich stelle noch diese Dinger daher und dann können wir daraus bessere Solarzellen herstellen. Im Grunde genommen braucht man nur einen Lava-Eimer, einen Barrel und einen Glowstone. Pro 4 brauche ich 3, das heißt, ich brauche 12 Stück. Das dauert noch kurz. Für was? Um Endstone herzustellen. Und aus dem Endstone, ich bin jetzt gerade hier irgendwie runtergefallen. Und aus dem Endstone, den musste dann nur noch 7. Und dann? Und dann kriegst du da mit einer 2%igen Wahrscheinlichkeit Draconic raus. Und dann? Ach Mist, der sieht mich. Ja, es sah so aus, als ob du mich nicht sehen kannst, aber man weiß ja nicht so genau, wie der Kopf zeigt. Ich komm da nur nicht mehr raus. Bist zu fett. Danke. Dann kannst du dir... Das sage ich natürlich nur, weil ich ihn kenne und vor allem, weil er ungefähr die Hälfte von mir wiegt, also... Ja. Fast runtergefallen. Na komm, so viel wiegst du doch auch. Ja, ungefähr 2-mal so viel wie er. Was ja, auch schwer ist, er ist wirklich so der Hungerhaken. Ja. Dankeschön. Da bin selbst ich mit nicht so viel Körpergröße trotzdem schwerer. Jetzt hast du dich aber gut gerettet. Tja. Jetzt hast du dich aber sehr gut gerettet. So, so. Die Wände stehen gleich. Warte, jetzt darf ich auch noch fertig bauen. Ich habe auf jeden Fall verbesserte Solarzellen hergestellt, die auch jede Menge Energie speichern können. Bringen wir den ganzen Krams noch weg. Das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall genug Solarzellen für Energie und Krams und sonst was. Werden fürs nächste Mal eine Decke aufziehen und ich habe nach den Computern gefragt und wieder komplett vergessen, wie das immer so ist. Man nimmt sich A vor, macht B und hat am Schluss C gebaut. Ich habe ein Wolle zu wenig. Ich kann auch nicht mehr Computer schreiben. Hat er jetzt eigentlich... Och Mann, ich hab's mit A geschrieben, ich hab's mit U geschrieben. D-O-M-P-U-T-I-R. Ich weiß, wie man schreibt. Ich hab's nur schon 1000-mal falsch getippt. Och, Stein 1. Haben wir noch irgendwo Stein 1? Wenn du Glück hast, drüben noch bei dem kleinen Fuzzi im Glaskasten. Nein, also nicht. Ich stell einfach fürs nächste Mal mit Computercraft eine kleine Turtle her. Genau, nichts da. Stell deine Turtle her und lass die für mich das Dach legen, denn ich bin faul. Vielleicht zeige ich einmal ganz kurz, wie ich das machen lasse. So als Mini-Update für nächste Folge und das war's dann. Gut. Bin dann soweit durch. Ich auch. Hab die Wände fertig gebaut. Nächstes Mal kommt noch das Holz und das Glas und dann. Oder vielleicht habe ich es bis dahin auch schon gemacht. Und ja. Jetzt muss ich gleich niesen. Also, ciao, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann schaut mal bei den anderen rein oder bei mir und bei den anderen Videos und tschüss. Ja, tschüss. Also dann, tschüss.